Hi, ich bin's Dominik von der Filmlounge und ich freue mich, beim Adventskalender von Cinema Strikes Back natürlich auch dabei sein zu dürfen. Deswegen melde ich mich auch aus dem Urlaub, aber habe natürlich auch meine drei Filme mit dabei. Und da freue ich mich, euch die jetzt vorstellen zu können. Als erstes der Guilty Pleasure, wobei irgendwie finde ich es ja Pleasure gleich Pleasure, also egal, ob den jetzt andere toll oder nicht so toll finden, aber für mich ist und bleibt, und das habe ich an mehreren Stellen in den letzten Jahren immer wieder gesagt, Save the Last Dance, einer meiner absoluten Lieblinge. Den habe ich damals im Kino geschaut mit ein paar Freundinnen und das war so irgendwie der Tanzfilm, den meine Schwester und ich immer und immer und immer wieder geschaut haben. Es ist die Geschichte von Sarah, sie verliert ihre Mutter und sie tanzt aber eigentlich Ballett, und weil sie sich so gestresst hat, um beim Vortanzen dabei zu sein, baut die Mutter einen Autounfall, sie macht sich eben total die Vorwürfe, will eigentlich nicht mehr tanzen, kommt nach Chicago zu ihrem Vater und geht dort auf eine Schule als so quasi einzige Weiße, fühlt sich als Außenseiterin, lernt dort aber Derek kennen, der ihr so ein bisschen Hip-Hop-Tanzen beibringt, und das verbindet sie dann mit Ballett und Hip-Hop, und sie gehen auch immer in einen coolen Club. Der Soundtrack ist gigantisch, quasi so ziemlich jeder Hip-Hop-Track der Nullerjahre, der irgendwie groß und bekannt war, kommt aus diesem Film. Ich liebe den, auch wenn er natürlich ganz, ganz viele Klischees irgendwie mit sich bringt. Aber es ist ein Film, den meine Schwester und ich so oft geschaut haben. Und immer wenn es uns nicht so gut ging oder was war, haben wir den geguckt. Also ich kann ihn auf Deutsch und auf Englisch mitsprechen. Und nicht zu vergessen, Kerry Washington, mittlerweile eine ziemlich amtliche Schauspielerin, was sie schon gemacht hat, hat hier eine Nebenrolle. Und deswegen kann ich nur sagen, mein Guilty Pleasure ist Save the Last Dance. Kommen wir nun zu einem meiner absoluten Favoriten von allen Filmen, die ich je gesehen habe, nämlich Eternal Sunshine of the Spotless Mind. In Deutsch heißt er Vergissmeinnicht. Mit Jim Carrey und Kate Winslet. Die beiden lernen sich kennen, sind ein Paar und plötzlich kennt sie ihn nicht mehr, weil sie ist so ein bisschen impulsiv, möchte sich trennen, möchte aber alles vergessen, und das ist so ein bisschen Sci-Fi-mäßig auch, denn es gibt eine Möglichkeit, Personen aus dem Gedächtnis zu löschen. Das soll dann auch oder möchte dann auch die Figur von Jim Carrey tun und stellt dann fest, dass er alles, was er mit der Figur oder mit der Person verbindet, noch einmal rückwärts erleben muss. Sprich, die letzte Erinnerung, die dann gelöscht wird, bei der man auch noch aktiv dabei ist, ist das Kennenlernen. Und während dieser Prozedur stellt er fest, oh, ich will sie gar nicht vergessen. Der Film ist von Michel Gondry inszeniert worden, hat einen krassen Cast, also eben neben den beiden, die ich genannt habe, unter anderem auch Elijah Wood oder Kirsten Dunst. Also toll besetzt, aber vor allen Dingen wahnsinnig kreativ. Da ist so jede Ecke, jede Kameraeinstellung ist wahnsinnig kreativ und mit so vielen Ideen vollgepackt. Das Drehbuch ist fantastisch und ja, die Botschaft, die Dialoge, also alles in diesem Film schreit nach Filmkunst, und gerade hinten raus bei einer Stelle, eben wenn es um das erste Kennenlernen geht, da muss ich spätestens immer weinen. Ich glaube, ich habe den Film schon 15, 16 Mal gesehen, und an dieser Stelle kickt es mich jedes Mal. Für mich einer der tollsten, kreativsten und wundervollsten Filme, die es so gibt, mit der größten Liebeserklärung an die Liebe auf unkitschige Form, die man irgendwie so entdecken kann. Das ist also einer meiner absoluten Favoriten, die ihr gesehen haben müsst. Und jetzt kommen wir zum schlechtesten Film oder einer der Filme, bei denen ich nur den Kopf schütteln kann, aber die irgendwie auch schon wieder fast geil sind. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe, und ich gehe davon aus, dass keiner damit rechnet, aber es ist Benjamin Blümchen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, Dominik, warum wolltest du ohnehin so einen unfassbar krassen Kinderfilm schauen? Naja, ich habe Interviews zu diesem Film gemacht und dachte, naja, Benjamin Blümchen, großer Film, auch so ein bisschen Kindheit. Und das Ding wurde auch groß angekündigt, mit der modernsten Computertechnik umgesetzt. Und Computertechnik, ja, stellt sich nur die Frage, aus welchem Jahr, wann war die modern? Die ist so wahnsinnig hässlich. Man schaut diesen Film und man sieht diesen Greenscreen die ganze Zeit. Das ist so unfassbar schlecht, dass ich dachte, ich habe den nicht fertigen Film gesehen. Aber ja, doch, das waren die fertigen, gerenderten Bilder. Es sieht einfach aus, als wäre es so ein Testbild. Also ja, es ist unglaublich schlecht, und die Geschichte funktioniert aber auch überhaupt nicht. Und ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, warum geht
geht ihr nicht einfach in einen scheiß Zoo, baut da drei kleine bunte Häuschen auf und von mir aus animiert ihr diesen Elefanten da rein oder steckt von mir aus jemanden in ein übergroßes, plüschiges Kostüm. Alles wäre besser als dieser Film, bei dem man das Gefühl hat, so von Minute zu Minute zieht sich so die Netzhaut und Bindehaut und Hornhaut so von den Augen, das ätzt alles nur so weg. Ein Film, der so unglaublich schlecht ist, dass ich ihn euch fast schon empfehlen möchte, den mal mit irgendwie 1 bis 485 Flaschen Wein zu trinken, um vielleicht eine eurer Kindheitserinnerungen für immer zu zerstören. Also, Save the Last Dance, mein Guilty Pleasure, wobei ich das Guilty gerne wegstreichen möchte. Ich glaube, ich habe Bock, den direkt wieder zu sehen. Dann ein absolutes Meisterwerk ist Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Auch unbedingt anschauen und hinterher, wenn man dann eh schon irgendwie Judrup ist, noch Benjamin Blümchen. Vielen Dank für die Möglichkeit und ich hoffe, euch geht es allen gut. Frohe Weihnachten und bis bald. Oh, das war's schon. Ja, dann schaut doch mal bei unserem Gast vorbei. Klickt das Video unbedingt an. Da gibt es noch viele weitere wunderbare Videos oder schaut euch das Türchen von gestern an. Denn in unserem Cinema Strikes Back Adventskalender gibt es jeden Tag ein neues Video mit einem neuen Gast oder einer neuen Person, die drei Filme vorstellt. Fuck, Marry oder Kill. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen hier auf Cinema Strikes Back.